Wir sind einer der letzten Nomaden, bezeichnet ich das immer in Österreich. Wir leben 8 Monate im Tal, am Bauernhof. Und im Sommer verbringen wir 4 Monate mit allen Tieren und die ganze Familie gemeinsam auf unserer Achealm am Seewaldsee. Ich habe das Glück gehabt, dass ich 2003 den elterlichen Bauernhof übernehmen habe können und habe mich vorher schon immer sehr interessiert für unser Kulturgut, heimische Nutztierrassen, und habe dann im ersten Jahr eigentlich den Hof gleich zur Gänze umgestellt. Wir haben in Österreich noch einen irrsinnig großen Genpool, nämlich fast gleich viel Rassen als wie die gesamte Bundesrepublik Deutschland. Die Bustertaler Sprinzen ist unsere Hauptrinderrasse da am Hof. Die Zucht baut auf lediglich 60 Tiere. Alle anderen waren verschwunden, da die Zucht mehr oder weniger gesetzlich verboten war. Und es waren am Schluss wirklich mehr oder weniger nur mehr die 4 Bauern mit diesen 60 Tieren über. Und das Verbot hat sich gehalten bis Anfang der 80er Jahre. Da ist es in Südtirol wieder losgegangen und späte 90er Jahre dann wieder in Österreich. Und mittlerweile sind wir stolz drauf, wir sind in Österreich wieder 250 Bauern ungefähr, die was rund 1000 Tiere halten. Wir haben immer noch vereinzelt eine schwarze Pinzgauer dabei, die traditionellen Glückskühe, wie man in unserer Region gesagt hat. Bei den Schweinen war es insofern recht lustig, ich bin beraten worden, mir ist gesagt worden, ja, der Konsument will immer nur mageres Fleisch und nur mageres Fleisch. Man vergisst aber dabei, dass dann eigentlich die Züchtung von dem Tier kaputt geht. Und somit haben wir uns entschlossen, zu der Zeit, wo es eigentlich sehr unüblich war, die fetteste Schweinerasse, was es überhaupt in Österreich gibt, zu züchten, nämlich das Mangalitzerschwein. Wir haben auch die Blobeziege am Hof, das ist tirolerisch für blau, also eigentlich heißt es genauer gesagt die blaue Gars. Das ist auch eine von den seltensten Ziegenrassen, was es gibt, und das ist eine sehr gebirgsziegenähnliche Rasse. Sie ist ja dementsprechend so grau, passt ja so mit dem Gelände total an, sodass man, wenn man weiter weg ist und es sind recht viele Steine auf der Alm, dann sieht man meistens die Gars gar nicht mehr. Für meinen Bedarf haben sie genug Milch und ich gehe eben mehrmals am Tag melken und das ist natürlich eine große Leidenschaft von mir. Und ich verarbeite auch die Milch nachher weiter zu einem Blobeziegenfrischkäse. Dadurch, dass die nur die feinsten Kräuter fressen, hat man nachher schlussendlich die höchste Qualitätsform, was man erreichen kann. Das Sulmtaler Huhn ist eins von den 3 seltenen Hühnerrassen, was es gibt in Österreich, und da möchte ich natürlich, dass die bei unserem Hof auch umlaufen. Ich habe deswegen das Sulmtaler Huhn gewählt, weil das nicht nur Eier legen kann, was natürlich eine Grundvoraussetzung ist, sondern auch dementsprechend ein Fleisch auf die Knochen hat. Was ich an der Achebäuerin so liebe und was ich auch total gern tue, dass es unglaublich vielseitig ist. Von der Lebensmittelverarbeitung über die Kindererziehung oder bis zum Herdenmanagement ist alles dabei. Der Stand als Bäuerin wird Gott sei Dank immer mehr wertgeschätzt in der Gesellschaft.